It is natural to die. Ich wiederhole, Normandy an Landetrupp. Hören Sie mich? Ist da jemand? Normandy an Landetrupp. Komm, Commander, reden Sie mit mir. Sind Sie das, Joker? Was ist da drüben los? Wir sitzen hier in der Klemme, Commander. Irgendwas ist den Kolonisten zugestoßen. Sie hämmern an die Hülle, versuchen sich mit allen Mitteln einen Weg in das Schiff zu verschaffen. Die flippen aus. Okay, beschützen Sie das Schiff. Halten Sie die Kolonisten von der Normandy fern. Schießen Sie, wenn Sie müssen. Okay, Commander. Wir geben ein paar Warnschüsse ab. Das sollte Ihnen Beine machen. Hier wird es gleich vor Gate wimmeln. Bleibt zusammen, dann kommen wir auch in einem Stück hier raus. So, ja, das Problem gerade eben war, ich wollte ja nochmal hier lesen. Ne? Ich wusste, ich musste über die 35 oder so kommen. Das Problem, der Fehler, den ich gemacht habe, ich habe immer nur hier gemacht. Ich hätte eigentlich nur ein paar aktivieren müssen und dann hier drauf drücken. Ab da, wo unten Hochdruck gestanden ist. Das habe ich irgendwie nicht ganz gepeilt, aber ist jetzt egal. Wir müssen jetzt, wo müssen wir hin? Das Gebäude verlassen, das wird ja schon easy sein. Okay. Los geht's, weiter geht's. So rum. Ja, hier sind so ab und zu solche Sachen drin, wo man denkt, ja, bisschen Köpfchen. Aber was soll's. Ich denke mal, das ist gerade der einzige Weg, wie wir hier rauskommen. Ist doch schade, dass es nirgendwo irgendwo angezeigt wird, so. Okay, hier ist jetzt auf, dann können wir jetzt auch hier rein. Ich denke mal, das scheint richtig zu sein. Ja, wir müssen nämlich hier rein, genau. Hier entlang und dann, okay. Na also. Wir sollten von hier verschwinden. Ich glaube, dieser Ort ist nicht sicher. Sie sagten, Sie wüssten nichts über den Torianer. Ich mag es nicht, wenn man mich anlügt. Ich hatte Angst. Ich wollte die Tests stoppen, aber sie drohten mir, ich wäre als Nächste dran. Als die Gate angriffen, blieb ich zurück, um eine Nachricht ans Kolonialbüro zu schicken. Ich habe ihnen zu sagen versucht, wo sie den Torianer finden können. Aber der Strom fiel aus, bevor ich die Nachricht abschicken konnte. Ich wollte niemals, dass das passiert. Entschuldigung, hab grad getrunken. Ist, glaube ich. Sie haben getan, was Sie konnten. Ich werde Ihnen helfen, wenn Sie mir sagen, wo ich den Torianer finde. Der Torianer ist unter Zeus Hope, aber der Eingang ist versperrt. Die Kolonisten haben ihn mit dem Frachter verdeckt, kurz bevor die Gate angriffen. Aber was wollen die Gate von dem Torianer? Was würde Saren von ihm wollen? Nun, er hat einmalige Fähigkeiten zur Gedankenkontrolle. Das war es, was Exogeny interessiert hat. Normandy an Landetrupp. Kommen Sie rein. Was ist, Joker? Wir bekommen hier eine Menge Gate-Geschwätz. Sie sind scheinbar in Ihre Richtung unterwegs. Sie haben den Mann gehört. Lasst uns verschwinden. Ich komme mit Ihnen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen, das Chaos entwirren, das ich angezettelt habe. Ja, das Mindeste, ne? Ich hoffe, du kannst schießen. Ah, ne, von hier sind wir oben. Ja. Ich glaube, wir müssen jetzt wieder hier raus, oder? Oder nicht? Oder müssen wir wieder hier rein? Ich glaube, wir müssen wieder hier rein. Ja, was habe ich jetzt im Inventar? Nichts. Oh, fette Schrotflinte.
noch. Machen wir nicht lange rum hier. Ich hatte auch eine komische Rüstung an, muss man ehrlich mal sagen. Okay. Okay, dann zieht sie jetzt das an. Dann hat sie auch wieder was Besseres. Perfekt. So, können wir ihr auch mal was Besseres geben? Nein, die hat schon gute Sachen immer an. Okay, neue Waffe ist sehr gut. Leider kann ich hier keine Rüstung anziehen. Das ist echt scheiße. Okay, hier sind wir auf jeden Fall schon mal falsch. Egal, das Ding haben wir schon mal umgelegt. Ich glaube, wir müssen jetzt wieder hier runter, kann das sein? Ach, ich weiß doch selber nicht. Wir schauen jetzt mal. Steigen wir mal ein. So, wir müssen zurück zum Schiff, ne? Okay, wir müssen zurück, okay. Ja, wir speichern kurz. Und dann würde ich sagen, geht's direkt weiter. Und los geht's. Knall mir die Scheiße mal alle ab. So. Erledigt, du. Und du. So, hoffentlich. Irgendjemand! Hört mich irgendjemand! Gehen Sie von dem Funkgerät weg! Worum ging es denn da? Irgendwas ist das seltsam. Irgendjemand auf dem Schiff können wir, glaube ich, nicht vertrauen. Hier ist Juliana Bainham von der Ferros-Kolonie. Bitte helfen Sie uns! Das ist meine Mutter! Stopp! Halten Sie an! Gehen wir mal kurz mit, ne? Die hat nichts zu sagen. Das können Sie nicht machen, John. Alle mal ruhig. Ich muss nachdenken. Was ist los? Damit kommen Sie nicht durch. Raus mit ihr! Weg von ihr, Sie Dreckskerl! Lisbeth! Verdammt! Kommen Sie raus, damit ich Sie sehen kann! Sie alle! Bleiben Sie da stehen, Commander. Dies ist ein Exogeny-Projekt. Daher habe ich hier das Sagen. Wovon zum Teufel reden Sie da? Die Kommunikation steht wieder. Exogeny will, dass hier alles gereinigt wird. Dies ist eine Menschenkolonie, Jong. Sie können sie nicht einfach ummodeln. Es geht nicht nur um Sie. Hier gibt es etwas, das viel wertvoller ist als einige Kolonisten.
Wollen Sie ihnen von dem Turianer erzählen oder soll ich es tun? Dem was? Das ist eine telepathische Lebensform, die unter Sus Hope lebt. Sie übernimmt die Kontrolle über die Kolonisten hier. Exo Jenny weiß es schon die ganze Zeit. Damit kommen Sie nicht durch, Jong. Das sagen Sie. Aber ein paar Kolonisten wird niemand vermissen. Okay. Das kann ich nicht zulassen. Sie sind zu weit gegangen. Das findet jetzt ein Ende. Dann mal los! Wenn es denn so sein muss? Als ob wir nicht genug Probleme hätten. Jetzt schießen wir uns schon gegenseitig in den Rücken. Das war mein Fehler. Ich wusste, was los ist und habe nichts unternommen. Schon gut. Du leistest gute Arbeit und das weißt du. Was jetzt, Commander? Ich muss herausfinden, warum die Geth hinter dem Turianer her sind. Die Kolonisten lassen sie nicht zum Turianer. Sie werden zuerst sterben. Sie stehen unter seiner Kontrolle. Okay, tut mir leid. Was soll ich denn sonst machen? Es muss einen anderen Weg geben. Ich glaube, den gibt es. Ich denke, sie könnten die Kolonisten mit einem Nervengas neutralisieren. Wie mit einer Gasgranate. Kriege ich davon nicht auch was ab? Es klingt nach keiner besonders guten Idee, dort Nervengas freizusetzen. Es ist nicht waffenfähig. Das Insektizid, das wir im Labor benutzen, enthält Spuren von Tetraklopin, einem neuromuskulären Degenerator. Wenn ihr Nervensystem bereits geschwächt ist, könnte es sie lähmen. Riskant. Aber es könnte funktionieren. Klingt gut. Ich werde tun, was ich kann. Exzellent. Vielen Dank, Commander. Statt die Granate mit dem Anti-Gas-Grip aus. Damit können Sie die Kolonisten ausschalten, ohne sie zu töten. Wir kommen Ihnen nicht in die Quere. Bis dann. Antitorianer-Gas, das war das, ne? Granatwerfer. Seit wann habe ich einen Granatwerfer? Um da draußen problemlos zu überleben. Ach, okay. Ist ein Granatwerfer? Nein. Ja, das wäre kein Problem für Sie. Verstehe ich jetzt, also das verstehe ich jetzt irgendwie jetzt auch nicht ganz. Hä? 2, 3, 4. Was ist das? Granatwerfer. Wo habe ich denn den auf? Wo ist der Granatwerfer auf? Ihre Taste? Gameplay. Ne, Steuerung war das, ne? Steuerung. Granate, Werfer, Präzisionsgewehr. Sturmgewehr. Granate weiß ich, aber wieso Granatwerfer? Ich verstehe das jetzt nicht. Boah, wenn ich jetzt jemand von euch fragen könnte, das wäre gut, ne? Granatwerfer. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ob ich Sie um Hilfe bitten soll? Ich weiß nicht mehr, wo ich entlang muss. Sturmgewehr, Präzisionsgewehr, Granaten. Also die Granaten. Ist das Granatwerfer, den wir da haben? Okay. In dem Fall ist das ein Granatwerfer. J, tut mir leid, aber ich komme da gerade irgendwie voll durcheinander. Keine Ahnung, ist nur ein Nebenjob. Vielleicht machen wir den noch gar nicht. Wer weiß das schon. Spielt ja auch gerade keine Rolle. Die Hauptmission ist wichtig. Ja.
Warte mal. Wo sind wir jetzt gekommen? Sind wir jetzt von hier gekommen? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ah, ich glaube, das ist schon richtig so. Ach so, das ist dieser Granatwerfer, wo wir hier haben. Ich meine, der Granatwerfer vom... Keine Ahnung, mir jetzt auch egal, ich will nur ballern. Ich treffe sie nicht. Okay. Ich muss gerade sein, sonst treffe ich den nicht. Jetzt aber. So, da haben wir es auch schon geschafft. Und dann sind wir hoffentlich bald wieder auf der Brücke. Und dann geht's direkt zum nächsten Ziel, meine Freunde. Wie viel war das? Ich habe keine Ahnung, was diese Pflanze mit den Leuten macht, aber das war kein Mensch. Vorsicht, auf die Kolonisten aufpassen. Die Kolonisten dürfen keinen Schaden nehmen. Auch wenn der Torianer sie zum Angriff auf uns zwingt. Dafür haben wir die Gasgranaten. Alles klar, Commander. Kann losgehen. So, jetzt speichere ich mal. Wir mal gucken, wie das funktioniert. Mit diesen Gasgranaten, also die normalen Granatwerfer halt, ne? Okay, warte mal, die Gasgranaten. Okay. Und. In Deckung, in Deckung. Ich muss gucken wegen den Gasgranaten. So, jetzt haben wir eine Gasgranate noch. Achtung! Beschuss! So, den haben wir schon mal geschafft. Mal gucken, wir haben jetzt nur noch eine Granate. Jetzt mal gucken. Mal schauen, ob das was wird jetzt. Alle kann ich ja auch leider auch nicht.
So, jetzt habe ich noch eine Granate. Als ob es was geholfen hat. Ja, tut mir leid. So, ich habe keine Granaten mehr, das heißt in dem Fall, wir müssen alle umnutzen, hä? Es wimmelt von ihnen bei der Borealis. Wenn wir ein Frachtmodul wegschieben, werden wir ja sehen, was da alles rauskrabbelt. Ja. Stufenaufstieg.